Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play von mir, und zwar Hitman Blood Money. Ich weiß nicht, wer es von euch mal gespielt hat. Ich kenne einige, die es halt noch nicht gespielt haben. Daher, ja. Okay, ich wollte jetzt gerade irgendwie gucken, ob ich ihn Options kann. Machen wir das mal so. So, nennen wir es einmal LP. Einige von euch fragen sich garantiert, warum dieses neue LP. Durch diese Kinderschutzkram, der momentan auf YouTube rumgeht, ich hatte gestern auch ein sehr ausführliches Gespräch mit ein paar Kumpels von mir. Und zwar haben wir uns, hat der eine hat eben halt mehr recherchiert, glaube ich, und der hat uns halt auch geraten, entweder die LPs runterzunehmen, die jetzt unter diesen Aspekt fallen. Und ja, wir haben dann eben halt erstmal so gemacht, dass wir eben halt diese. Es war ja nicht nur ich, der jetzt bestimmte Projekte halt auf privat gestellt hat. Deswegen tut es mir an dieser Stelle auch sehr leid für die Leute, die wegen den ein oder anderen Projekt eben halt dabei war und es halt gerne verfolgt hat. Aber wie gesagt, durch diese Kinderschutzkram fallen einige Dinge weg. Ich hatte mir auch schon mal überlegt, sowas wie Need for Speed The Run zu machen, aber da weiß ich halt nicht. Fox, falls du das schauen solltest, und ich weiß nicht, weil ich habe das gestern vergessen anzusprechen, kannst du mir separat nochmal schreiben, ob da sowas wie Autorennspiele auch irgendwie unter diesen Kinderschutz fallen. Ja, weil es auch ein sehr kurzes Projekt wäre. Nun ja. Aber wie gesagt, im Laufe nächstes Jahres, wenn alles ganz gut klappt, wird es dann eben halt, denke ich mir mal, auf Twitch weitergehen, anstatt auf YouTube. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich beides mache oder so. Also, aber wenn es soweit ist, werde ich euch definitiv informieren. Ja, Festplatte. So, warum Hitman Blood Money? Die Sache ist die, ich mach mal die, das ein bisschen runter. Ah ne, Quatsch, das ist Musik ein bisschen runter. Mach mal auf 75, Hintergrundvideo, okay. Grafik, Blutanzeigen, ja. Untertitel machen wir auch mal an. Helligkeit setze ich mal ein bisschen höher. Ja, sieht jetzt ein bisschen kacke aus. Naja, komm, drehen wir es wieder runter. Steuerung, Vibration ist aus. Super. Natürlich gab es noch vor Hitman Blood Money noch drei weitere Titel. Der erste Teil ist damals halt nur für PC erschienen. Besitze ich dementsprechend nicht. Ich habe zwar hier die HD Collection bei mir mit Hitman 2. Moment, ich muss mal kurz schauen. Hitman 2 Silent Assassin und Hitman Contracts. Hitman Contracts ist halt so gesagt der allererste Hitman-Teil, weil da auch einige Missionen beinhaltet sind, die eben halt damals auch für eben halt für den PC erschienen sind. So. Bevor ich jetzt hier noch weiter rumlabere, werden wir Spiel starten. Wir werden natürlich auf Anfänger spielen, weil ich halt euch das Spiel erstmal näher bringen will, weil, wie gesagt, es sind einige unter meinen Abonnenten, die dieses Spiel nicht kennen. Und irgendwann mal als Livestream werde ich natürlich dann mal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen oder beziehungsweise es versuchen, weil ich habe nie, abgesehen von den Anfänger-Modus, weil ich es so auch schon die eine oder andere Mission sehr schwer finde. Unbegrenzte Spielstände speicherbar. Also wir können mittendrin einfach speichern und dann halt wieder laden, wenn wir halt irgendwie was verkackt haben. Geringe KI-Intelligenz. Naja, okay. Volle Agenturunterstützung. Bekanntheitsgrad nicht relevant. Bei der Bekanntheitsgrad nicht relevant, das bedeutet praktisch nach jeder Mission. Also wenn wir jetzt zum Beispiel abnormal geht das ja schon los hier. Je mehr Leute wir killen, desto mehr Zeugen gibt's auch. Und das bedeutet halt, wir müssen halt mit unserem verdienten Geld, was wir brauchen, um nämlich die Waffen abzugraden oder neue
Gadget-Zeit zu bekommen, ja, müssen wir halt mit unserem verdienten Geld eben halt den gesamten Kram runterkaufen, damit wir halt, oder wir nehmen halt die Bekanntheit mit in die nächsten Missionen. Das kann dann aber auch bedeuten, dass wir halt schneller entdeckt werden. Deswegen erstmal auf Anfänger. Ich hoffe, es ist für euch okay, aber wer schon länger auf meinem Kanal ist, der weiß auch, ja, wie ich das handhabe. So. Fünf Jahre nach der Southland-Tragödie sorgt eine Sicherheitsprüfung, die kurz vor der Katastrophe durchgeführt wurde. Er hätte sein gesamtes Vermögen in seiner Vertagung. Die Behörden sprechen von mindestens 30 Toten und etwa 100 Verletzten. Am 7. Jahrestag der Tragödie. Der Katastrophe im South Park Vergnügungspark ist auf 40 gestiegen. Zwei Drittel der Opfer sind am 2. Jahrestag der Southland-Tragödie vor den Ruinen des Parks zu einem Gedenkgottesdienst. Körperteile! Clarence verweist auf die Sicherheitsstandards des Southland. Die Behörden haben die sofortige Schließung des Parks und eine umfassende Untersuchung teil nicht schuldig. Von allen Anklagepunkten freigesprochen. Freigesprochen. Möchtest du eine Tasse Tee, Schatz? Wenn du dich verkriechst, wird er auch nicht wieder lebendig, Schatz. Ich möchte einen Auftrag erteilen. In diesem Trainingslevel lernen Sie Fähigkeit. Brauche ich nicht. So, ich mache mal kurz Stopp, damit mir nicht irgendjemand reinredet. So. So, um ein bisschen was zu erzählen. Wer ist dieser Hitman? Dieser Hitman ist ein, ja, sowas wie ein Klon, der halt darauf trainiert ist, eben halt Auftragsmorde zu begehen, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Er ist jedenfalls ein, ja, oder ein Mensch mit, veränderten DNA oder so etwas. So ein richtiges Kampfmaschine, kann man schon fast sagen, ne? So ein, man nehme zum Beispiel sowas wie ein Soldaten auf Steroide oder sowas ungefähr, ne? Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das wollt, ne? Ja, das ist dann praktisch so die Geschichte. Wir haben jetzt einen Auftrag, den wir erledigen müssen. Das hier ist jetzt erstmal das Tutorial. Was ich noch sagen wollte, die Videos hier werden sich auf die Aufträge verteilen. Also das ist jetzt nicht auf eine bestimmte Zeit zugesetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dreiviertelstunde für einen bestimmten Auftrag brauche, dann ist das Video eben halt auch eine Dreiviertelstunde lang. Ne? Müsst ihr dann eben halt entscheiden, ob ihr es schauen wollt in dieser Länge oder nicht. Oder euch das dann öfters, ja, stückchenweise geben wollt oder so. Das ist dann eure Sache. Weil das ist für mich dann auch besser, als wenn ich dann zwischendrin dann immer einen Cut mache und dann müsst ihr warten auf den nächsten Tag, bis das weitere Video da ist. Das finde ich dann ein bisschen blöd. Ja. So, dann machen wir mal weiter. Das, was wir haben, ist hier jetzt unser
Waffenrad praktisch oder Inventar. Wir haben eine Klavierseite, wir haben ein Fernglas, eine Münze, die haben wir immer dabei, um Gegner abzulenken. Benutze ich eigentlich im Prinzip nie. Und das ist das Foto, weil der Typ in der Cutscene hat uns eben halt auch hat jemanden angerufen, die Agentur, die wir unterstellt sind. Und ja, einen Auftrag für uns reingegeben. Weil wir sind der beste Killer überhaupt. Ach ja, und ich werde ein bisschen mehr Schimpfwörter gebrauchen, um ganz einfach diese Videos auch auf nicht kinderfreundlich zu stufen. Weil das macht jetzt praktisch jeder meiner Kumpels, die ich über YouTube kennengelernt habe, um ihre Videos auch einfach auf nicht kinderfreundlich eben halt zu halten. Klient wünscht, dass die Zielperson das Foto, das sie erhalten haben, sieht, bevor sie sie neutralisieren. Mr. Clarence scheint neuerdings mit einem Drogenring in Verbindung zu stehen. Im Park warten also vermutlich einige Überraschungen auf sie. Viel Spaß, 47. Danke, Diana. Was glotzt du so, Bleichgesicht? Ich will zu Joseph Clarence. Den kenne ich nicht. Mr. Swing King. Scheiße! Dieser kleine Schwanzlutscher, hast du einen Namen? Namen sind was für Freunde. Ich brauche keinen. Tja, hättest du lieber gleich mal ohne zu mucken das Tor aufgemacht, wäre das nicht passiert. Ich werde auch gucken, dass ich die be beste Bewertung in jeder Mission erhalte, aber ich werde es auch nicht auf krampfhaft versuchen. Okay, so kann ich ducken. Wir warten erstmal, bis der eine weg ist, oder? Ach, scheiß drauf. Na, habe ich die gekillt jetzt so? Wir können auch in die Ego-Perspektive. Ihr macht mir keinen Stress mehr. So, wir nehmen die Munition auf. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie kann ich nachladen. So kann ich wegstecken. Okay, lassen wir es einfach so. Ah, hier ist die Tür. Hier benutzen wir mal unsere Klavierseite. Die haben wir praktisch immer dabei. Das ist so das Markenzeichen von, ja, von unseren Hitmen, von Agent 47. Ah, hier. Okay, das war so eine Art Inspektor, nehme ich an. Na, du wirst da noch ein bisschen weiter drauf rumsitzen. Ich habe natürlich auch noch den Nachfolger Hitman Absolution. Ob ich den dann in Anschluss machen werde noch, weiß ich nicht. Dieses Spiel geht relativ, ja, ist nicht wirklich lang. Deswegen werde ich versuchen, es in den, ja, so schnell wie möglich durchzuspielen. Was ich mir auch noch überlegt habe, natürlich Bad Company 2, das wird auf jeden Fall jetzt noch kommen, im Laufe der Woche, dass ich das aufnehmen werde. Und ja, dann werde ich halt gucken, welche Abstände ich dann wieder alles hochlade. Dann natürlich noch, ich habe so Bock wieder Tekken zu spielen. Deswegen werde ich Tekken dazwischen schieben noch. Und ja. Das kannst du sowas verknicken. Natürlich kann man auch so spielen. So. Das machen wir erstmal so hier. Die Waffe weg. Und verstauen erstmal die Körper. Eigentlich sollte die Menschheit nämlich uns dankbar sein. Wir ziehen nämlich potenzielle Drogendealer nämlich aus dem Verkehr.
Körper ablegen. Wie? Ich kann jetzt keinen weiteren da reinlegen. Okay. Ach so, das war ein Absolution, wo ich da zwei Körper reintun kann. Aber Hitman Absolution finde ich auch einen kleinen Ticken schwerer. Messer. Komm her, nehmen wir mit. Und warum? Weil ich es kann. Ich bin ein verfickter Killer. Hi. So. Zugangskarte nehmen wir mit. So, jetzt ein wichtiges Gimmick. Wir können nämlich die Klamotten nehmen. So. Ah ne, hier ist das ja glaube ich noch nicht, ne? Ne. So. Wir müssen ganz da hinten, ist ja auch eine Wache. Die wird uns aber anschließend durchsuchen. Deswegen in den Pulverkästchen. Moment mal, irgendwie. Ach ja, ich muss ja die Waffe in die Hand nehmen. Platzieren die Pistole. Die Klavierseite kann nicht erkannt werden, wenn die uns halt durchsuchen. Na komm, du Arschloch, raus. Keine Waffen, Arschloch. Ah, das war, glaube ich, das Messer. Okay, alles cool. Ich will das Geld auftreiben, Baby. Ist nur eine Frage der Zeit. Mr. Spook hat es. Wir öffnen den Park und alles wird wie früher. Nein, nein, nur noch ein paar Tage. Du musst mir glauben. Sag das nicht, Schätzchen. Mr. Spook macht das schon, Baby. Er kann das Geld besorgen. Ich werde die Papiere nicht unterschreiben, Baby, okay? Du musst mir noch eine Chance geben. Du musst... Schatz? Hallo? Baby? Okay. Pistole sicherstellen. Haben wir hier irgendwie noch was? Ja, das war das Messer, was da jetzt strangulieren wir ihn. Die Klamotten von denen können wir leider nicht nehmen, weil wir sind nicht manns genug für die. So, jetzt tun wir erstmal die Stromzufuhr unterbrechen, damit es in den Raum ganz schön dunkel wird. Die haben Probleme mit der Wegfindung. Ach, danke für die Waffe, mein Freund. Du wirst gleich sterben, wenn du nicht die Schnauze hältst. Okay, ich lasse dich leben. Okay, wir brauchen keine weitere Munition. Im normalen Fall nehme ich wirklich fast jede Waffe mit, bis ich maximale Munition habe. Das ist schon eine Weile her, Scoop. Und ich habe mich gefragt, wie wir uns wegen des Geldes geeinigt hatten. Ach was. Ja, wissen Sie, die Sache ist so. Wenn Sie sich noch erinnern, was wir vereinbart hatten, könnten Sie das Geld besorgen und ich verstehe ja, dass Sie unter Druck stehen, aber Deal ist Deal. Ich hatte gehofft, Sie würden die vereinbarte Summe einfach bezahlen, obwohl Sie hierfür... Scheiße, doppelt so lange wie vereinbart... Bezahlen Sie einfach die vereinbarte Summe und verschwinden Sie. Nicht sofort, aber wissen Sie, ich wüsste es sehr zu schätzen. Nein. Tja, Joseph, du hast dich halt mit den falschen Leuten eingelassen.
Wie kann ich das nochmal umschalten? Achso, okay. Gute Nacht. Aber hier sind noch einige mehr. Bloß wo? Ja, waren doch noch welche. Bin ich jetzt blöde? Ah. Headshot. Aber ich kann mich noch entsinnen, es war irgendwo einer noch auf diesem Riesenrad. Okay. Ah, da, da. Wolltest dich verstecken, Kleiner, ne? So. Gehen wir weiter. So, gleich sind wir da, Joseph. Und dann gibt's erstmal richtig viel Knete. Giftspritze. Drauf an, wer mich auspackt. Scheiße, Baby. Ich hab deinen geilen kleinen Arsch ausgepackt, bevor du weißt, was für ein scharfer Typ, der die Kleider vom Leib reißt. Da bin ich sicher. Ups, das ist Onkel Joe. Schnell, geh zurück auf deinen Posten. Na, na, na. So. Normalerweise kann man die Gegner auch mit der Giftspritze oder mit der Betäubungsspritze, die wir später noch kriegen, also in der nächsten Mission auch also generell an Gegner anwenden, oder wenn halt irgendwo was zu trinken ist oder so, kann man es halt auch da reinspritzen. Du bist eigentlich voll mein Typ, Alter. Aber leider, naja, falsche Leute. Das geht ja mal gar nicht. Sorry. Ist nichts Persönliches. Es ist rein geschäftlich. Und überall hier das Hitman-Zeichen. Wer zum Teufel sind Sie? Wie sind Sie hier reingekommen? Carol Ann! Mein Klient möchte, dass ich Ihnen dieses Foto zeige. Ich verstehe nicht ganz. Mein Klient bat mich, es Ihnen zu zeigen, bevor Sie sterben. Bitte, sehen Sie es sich jetzt an, Mr. Clarence. Na, bitte. Hab ich nicht schon genug gelitten? Glauben Sie, ich weiß. Dein Gerede macht mich wahnsinnig. Hast du sonst noch was bei? Nee. Alles klar. Da können wir jetzt aus dem Fenster klettern. Ah, Moment. Jetzt kommt was Geiles. Die Rue-Up-Mine. Also unsere Bombe, die wir gelegentlich hin und wieder mal brauchen werden. Jetzt müssen wir nur noch an denen hier vorbei. Wir haben den eindringlichen Scoop. So ein Fixer hat sich während Jaceys Wache reingeschlichen. Du weißt, dass ich keine ungebetenen Gäste. Ich hätte ihn ja abgeknallt, Scoops. Ja, aber dann ist mir eingefallen, dass wir cool bleiben sollen. Yo, also bin ich cool geblieben. Ha. So. Du willst was? Komm her. Ah, danke für deine geile Waffe. Sorry, ist nichts Persönliches, aber du Fotze. Falsche Zeit, falscher Ort.
Ja, wie gesagt, sorry für die gesamten Schimpfwörter, aber es muss sein, um die, ja, die Kinderfreundlichkeit hier runterzuschrauben. Killer massakriert, 17. Joseph Clarence getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Wir könnten zwar das jetzt hier alles lesen, aber ich überfliege das mal. Okay, weiter geht's. Ein hässliches Foto von Joseph. So, wir speichern erstmal. Ja, okay, ja. LP muss gespeichert werden. So, und bevor es weitergeht, beende ich hier den Part. Ich hoffe, ihr habt so viel Gefallen dran an diesen LP als genauso wie ich. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei. Also haut rein und ciao.